Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Prospekt-Video mit den neuen Angeboten von Supermärkten und Discountern ab dem 17.10. Ja, es ist der 17.2022. Diesmal wird es ein bisschen anders laufen, denn ich habe diese Woche keine Prospekte bekommen, sprich nichts, was ich anfassen kann. Deswegen machen wir das Ganze mit Prospekten online ein bisschen anders. Falls ihr das AI-Video gesehen habt, wo wir Essen mit künstlicher Intelligenz erschaffen haben, wenn nicht, schon rein. Da habe ich das auch so gemacht. Ihr könnt unten links mich ein bisschen sehen, quatschen und ihr seht dann das Bild meines Computers. Und wir werden diesmal auch Penny dabei haben, weil wir jetzt einfach mal diesen Online-Prospekt mitnehmen. Der ist hier in der Nähe, komme ich regulär nicht hin und durch die Online-Prospekte haben wir natürlich an sich die Möglichkeit, Millionen Supermärkte anzugucken, aber das wird schwierig, deswegen beschränke ich mich auf die, die wir sonst auch haben, nehme ausnahmsweise Penny dazu und vielleicht machen wir dann ab und zu mal so ein Special und schauen uns mal wieder ein paar andere an. Jedenfalls wünsche ich euch viel Spaß. Und wir starten dann auch direkt mal mit Penny hier. Pennys wilde Sammelbande. Okay, kann man jetzt, oh geil, kann man hier mit Treuepunkte so Kuscheltiere sich jetzt hier holen oder so. Der Prospekt bei Penny ist offensichtlich nicht sehr gut aufgelöst. Wir ein bisschen schwach, liebes Penny-Team. Das sind immer so Log-Angebote, die ich so ein bisschen grenzwertig finde, weil da oft Tiere für Billiggeld beworben werden. Also, ne, ich meine, ich esse auch Fleisch, aber ich muss jetzt nicht irgendwie eine Hähnchenkeule für 5 Cent kaufen oder irgendwie übertrieben gesagt. Jetzt, wobei es gab wirklich schon mal irgendwie Kilo Hähnchenkeulen für, keine Ahnung, 2 Euro oder sowas. Das ist, puh. Nun gut. Avocados hier, Penny, ups, jetzt habe ich schon eine zu weit geblättert, Möhren, Hokkaido-Kürbis, bald ist auch Kürbisschnitzen angesagt, wer das mitmacht, ich persönlich habe das zuletzt mal mit meinem Kollegen Jun gemacht, da war ich, keine Ahnung, wie alt wir waren, 16, nee, wie alt waren wir denn da, 16, 15, 16, 17, ewig ist es her, danach nie wieder, jedenfalls, es geht langsam los. Und ich habe auch schon gesehen, es gibt die ersten Martinsbrezel im Supermarkt. Ist natürlich sehr, sehr cool. Beim Bäcker. Was haben wir denn hier? Mann, wieso zoomt er denn nicht, wenn ich das Mausrad benutze? Was haben wir hier oben? Händel Tirol Snack. Nie gehört. Sagt mir gar nichts. Chivapchichi, Mini-Würstchen hier. Paprika geschnetzelt ist aus der Dose. Ah, ich weiß ja nicht, ob mir das jetzt gefällt. Butcher Steak, übrigens Grüße gehen raus an Oats & Fit Food, der mir immer gerne Sachen von Penny zeigt, weil er weiß, dass ich da nicht so oft hinkomme. Es gibt hier einen Penny Dortmund, aber da fahre ich ehrlich gesagt nicht so gerne hin. Die Dortmunder wissen, wo dieser Penny ist. Ich glaube, es gibt auch mehrere. Und der am Hafen, wir sprechen es aus, ist halt nicht so schön manchmal. Buko haben sie im Angebot, Buko India, selber wieder vorgestern gekauft. Der geilste Shit überhaupt. Grünländer, wenn ihr den mal bekommt, Knoblauch, Basilikum, sehr, sehr lecker. Bezell ist übrigens ein schönes Beispiel dafür, wie extrem teuer die waren. Die waren irgendwie vor Anfang des Jahres, haben die irgendwie 1,20, 1,30 gekostet und plötzlich kosten sie 2 Euro. Natürlich schon brutal. Salakis, der cremige, ich sag's immer wieder hier, Penny Puddings, High-Protein-Pudding und Grieß, 79 Cent. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob deren regulärer Pudding 99 Cent kostet oder 79. Ich weiß noch neulich bei Rewe, da kosten sie 99 Cent. Penny gehört ja auch zu Rewe. Weiß nicht, ob das ein extra Knallerpreis ist, 79 Cent, oder ob das deren regulärer Preis ist. Alpro Not Milk für 1,49. Super. Und auch hier manche Iglo-Sachen, 25%. Da habe ich neulich wieder das vegane den veganen Backfisch geholt, der ist super. Und auch so kaufe ich Iglo im Angebot sehr gerne, sonst sind die mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Was haben wir hier noch? Ich sehe gerade, ach, das ist eine Großpackung, Gérardmer oder Gaben, okay. Ja, hier so ein paar Eigenmarken, milden Joghurt, okay. Ne? Nüsse hier, guck mal, hier haben sie die gebrannte Mandel. Das war letztes Jahr auch schon die Weihnachtsedition. Daneben gibt es ja noch die Kaffee, die neu ist. Und die Zimtcrisp, aber hier bewerben sie zumindest die gebrannte Mandel. Also wenn die jemand probieren möchte, hat mir auch neulich jemand geschrieben, bei Penny dürftet ihr dann fündig werden. Ups, noch ein weiter. Ah, hier haben wir dann hier Pennys wilde Sammelbande. Ich nehme diesen Fuchs oder das Eichhörnchen. Oh, nee, eigentlich sind sie alle cool. Der Vogel ist auch gut. Also wenn ihr Punkte sammelt, könnt ihr euch hier solche Penny-Tiere holen. Haribo Muffins haben wir neulich bei Kaufland mal im Einkaufsvideo gesehen. Linsenchips finde ich tatsächlich ganz lecker, die von Funny Frisch hier unten. Was haben wir noch Schönes? Schokokrossis, russisch Brot. Also man muss das jetzt ein bisschen abstrahieren, wohlgemerkt auch. Ich rede nur von diesen Dingen hier. Und die mag ich tatsächlich ganz gerne. Und was haben wir noch?
Thymian Honig. Oh, nee, so Honige, die so mit so, die so ätherisch so ein bisschen schmecken, da kann ich gar nichts mit anfangen. Christstollen, ja, langsam geht's los. Vanillekipferl werden wir uns dieses Jahr genauer anschauen und irgendwas mit Marzipan. Ach, guck mal, von Du darfst gibt es jetzt sogar Chili Sin Carne. Interessant, gehen sie mit der Zeit. Ich habe ja mal diese so fertige Gerichte für euch getestet. Es sind mit die erfolgreichsten Videos auf meinem YouTube-Kanal. Also nicht die ganz vorne, aber schon ziemlich erfolgreiche. Irgendwie fasziniert es, wo viele Leute sich diese Sachen anzugucken. Wir haben ein paar so Haushaltssachen, interessiert uns jetzt nicht so sehr. Tee ist noch ein bisschen heiß, ich kann noch gar nicht trinken. Ja, hier so ein bisschen Deko für draußen, okay. Supporting 6, was? Kuschelecke. Wer stellt sich denn. Oh, sorry, vielleicht gibt es Leute von euch, die das machen, aber. Was steht der Ecke? Warum soll ich mir denn ein Schild irgendwo hinstellen, wo Kuschelecke draufsteht? Naja. Also ich verstehe es schon dahinter, aber. Oh, hier die ersten Weihnachtsdekos, Lichterketten. Bald geht's los. Ich war gestern auch bei Karstadt, schon so Weihnachtskissen gesehen. Dachte, oh ja, den Kitsch musst du dir auch noch kaufen. Also ich mag das so ein bisschen Weihnachtskitsch. Noch ein paar Kinderspielsachen, Klamotten. Ach, hier, beste Bodenreiniger. Kostet übrigens nie 60 Euro, kriegt man immer für billiger irgendwo. Ein Heißwasserspender. Okay. Interessant. Also wenn man dann drauf drückt, dann heizt er das auf und geht dann heiß. Das ist natürlich irgendwo praktisch. Allerdings, wenn man mal so alle Geräte, die man brauchen könnte und die wer weiß, wie praktisch sind, in der Bude hätte, dann wäre die ganze Bude voll mit sowas. Sandwichscheiben, Kalinka Käfir, Restaurante, Pizza Magnum, Almond Remix auf jeden Fall. Andros soll sehr lecker sein, muss ich mal probieren, die vegane Mousse. Könnt ihr mir eure Meinung gerne schreiben, wenn die gut sind. Dann haben wir so aufregend kann Spahn sein. Knallergünstig mit der. Hier macht sie hier diesen hier oder was ist das hier? Die Penny-Oma. Gott, wie albern, ey. Hühnertopf. Was soll das? Seriosität? Nein. Rundkorn, Milchreis, Erdnüsse. Ja, okay. Was haben wir hier noch? Apfelschorle-Landliebe, Nescafé. Davon waren da ein paar nette Sorten bei. Allerdings nicht sonderlich günstig. Kinderkarz. Kaba-Schokolade, die weiße mit diesem Knister drin, die ist sehr lecker. Hilfe, Moncherie, ganz schrecklich. Aha, Mandelmehl verkaufen sie jetzt auf, auch Erythrit Bronze, okay. Mamba Fruit Surfer, kenne ich gar nicht. Also vor allem, was soll der zoomen, wenn es nicht mal wirklich viel ranzoomt? Also die Penny Online-Prospekt. Qualität ist wirklich nicht sehr gut, muss ich sagen. Ich hatte andere gerade noch gesehen, die waren ein bisschen besser. Ja, okay, ja, kann man machen. Wir gehen direkt zum großen Bruder, sage ich jetzt mal, Rewe. Und hier ist das Problem, es gibt noch keinen richtigen Online-Blätterprospekt. Wir können uns nur die nationalen Angebote angucken von Rewe. Die wird es dann aber wohl auch überall geben und leider auch nicht in schöner Prospektversion. Deswegen gehen wir hier ein bisschen schneller durch, aber wir gucken einfach mal, ob irgendein schönes Angebot dabei ist. Hier haben sie auch Grünländer, auch als Käsewürfel. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Auch hier Rittersport Schokolade im Angebot, Rewe to go Salatschalen. Okay. Also ich weiß übrigens, dass es manche Prospekte schon online gibt, aber wenn will ich ja den, also ich benutze ja den von Dortmund, weil ich ja auch für mich quasi mitgucke und den gibt es noch nicht so richtig als Prospekt. Deswegen müssen wir das jetzt hier so machen. Das ist wirklich nicht so schön, aber wir können ja einfach mal so flott durchgehen und schauen, was wir Schönes finden. Pumpkin Spice Smoothie. Pürierter Kürbis. Rewe High Protein Frühstücksmüsli. Okay. Sieht tatsächlich irgendwie ganz geil aus. Ananas mit Honig-Knusper-Müsli. 1,59. Habe ich bei uns noch nie gesehen. Habt ihr schon mal dieses Rewe-to-go-Knusper-Protein-Müsli gesehen? Also ich habe es noch nie gesehen. Ingwer-Shots, Hilfe. Erdnüsse, getrocknete Aprikosen. Das wird auch alles ein bisschen herbstlich. Hier Halloween-Kürbis. Hatten wir gerade auch. Butternut-Kürbis. Ich liebe Butternut-Kürbis. Schön in den Ofen rösten. Ein bisschen mit Fett anstreichen, damit er schon röstet. Und dann kann man es fast schon pur essen. Dazu einfach irgendwie so eine Beilage oder irgendwelche Dips esse ich gerne dazu. Sehr lecker. Genauso wie Maronen. So eine scheiß Arbeit. Aber irgendwie ist es auch geil mit den schönen Maronen an der Sitzen. Oder auch wenn man auf den Weihnachtsmarkt geht oder so einen Herbstmarkt oder so einen Wintermarkt. Und dann die warmen Maronen da rausknuspert. Immer arschteuer. Aber einfach lecker. Old Amsterdam. Sage ich euch auch immer wieder.
Wir haben ein paar Sushi-to-go-Sachen. Das ist jetzt dann aber nicht von Eat Happy, sondern wirklich von Rewe wohl selbst. Sandwiches, hier nochmal die Käsewürfel. Achso, dann waren das oben die Highlights. Milchschnitte, Kinder Maxi King. Müsste ich echt mal wiederholen, habe ich ewig nicht mehr gehabt. Von Mädle die vegane als Packung, nicht als Töpfchen, habe ich, also als ein, dieses eingeschlagene Fettdingen, habe ich getestet, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Cremissimo 1,99, ja, kann man mitnehmen. Haben sie hier verschiedene Sorten? Hoffentlich nicht nur die beiden, sonst wäre es ein bisschen öde, ehrlich gesagt. Landliebe, ja, bin ich nicht der Fan von. Marmeladenvideo habt ihr euch viel angeschaut. Ich sag euch, macht Marmelade selber. Es ist wirklich. Was ich hier an dieser Stelle dann gleich nochmal ergänze, das habe ich nachher noch kommentiert, das ist mir dann untergegangen. Ich drehe das ja um, weil mancher sagt ja, mancher sagt nein, dass das ein bisschen besser das Vakuum zieht, wenn man es umdreht, aber ihr solltet einen intakten Deckel haben. Also da ist oft so eine Beschichtung dran und wenn da, das weiß man oft nicht, deswegen sage ich mal so auf eigenes Risiko, man kann es halt auch rumstehen lassen, man muss es nicht umdrehen auf den Deckel, weil in manchen Deckeln ist so Plastik drin und da sind, könnten Weichmacher drin sein, die dann theoretisch in die Marmelade reingehen können. Also A muss das nicht beschädigt sein und B halt gucken, dass da nicht irgendwie Plastik drin ist. Und wenn es Plastik ist, vielleicht könnt ihr irgendwie erfahren, ob Weichmacher drin ist. Aber ich sage, ich habe es schon so gemacht. Ich lebe immer noch. Aber man sollte gucken, dass das, dass es dann eben okay ist, das Plastik, was da drin ist. Ja. Und sonst lasst es einfach stehen. Gerade das zieht auch Vakuum. Ne? Es ist auch ein bisschen einfacher und dann hat man vielleicht auch nicht Pech und es läuft raus, wenn es nicht richtig zu ist. Also eigentlich ist es einfacher. Der Gedanke dahinter ist, dass es dann oben durch die heiße Marmelade noch mehr desinfiziert, besser Vakuum zieht. Aber es ist vielleicht auch nur ein kleiner Unterschied. Also man muss es auch nicht machen. Rittersport Softcake Ferrero Küsschen. Ja, Rockstar Energy. Okay, ja. Feri Spülmittel, Pampers, Fahrduschgel. Und das war's. Besenheide, oder? Da müsste ich nochmal was holen. Also Rewe auch nicht so spannend. So, wir machen jetzt Netto-Marken-Discount und ich habe gerade mal gesehen oder mal überlegt, dass ich den Mauszeiger ein bisschen vergrößere. Seht ihr, jetzt ist das hier alles ein bisschen größer. Dann könnt ihr vielleicht besser sehen, worauf ich zeige. Probieren das jetzt einfach mal so aus. Also Netto-Marken-Discount. Machen wir mal hier auf Vollbild. Was haben wir denn hier Schönes? Paprika, Speisekartoffeln, Faux Pis. Okay. Dahlmeier Klassik habe ich neulich auch gekauft. Was ist der Unterschied zwischen Dahlmeier und Dahlmeier Prodomo? Schreibt mir das mal in die Kommentare, denn ich weiß es nicht. Und ich habe da neulich, ich hatte mal davor Dahlmeier Prodomo und habe ich mir Dahlmeier Klassik gekauft und habe mir so gedacht, ist das jetzt so eine gute Idee gewesen? Ich weiß es nicht. Guck mal, hier müsste der Zoom nämlich auch besser sein. Ne, seht ihr, das ist also viel besser aufgelöst. Aus irgendeinem Grund ruckelt das voll. Ich meine, so, obwohl da kommt wieder schon ziemlich scheiße. Aber das Ruckeln hier. Ah ja. Okay. Wolwig, was haben wir noch? Rotkäppchen, okay, das ist alles, glaube ich, eher unspannend. Haben wir ein paar Getränke hier. Auch unspannend. Mandelgurt. Okay, für 1,59 für 400 Gramm für so einen Mandel ist das geil. Ich glaube, die werde ich mal ausprobieren. Die kenne ich gar nicht, die Kokosgurt und Mandelgurt. Meistens ist das ja nicht 100 pro das, sondern oft noch so Soja mit bei. Ich weiß nicht, wie es bei denen ist. Wenn ihr da mehr wisst, dann schreibt mir das mal gerne. Die werde ich mal ausprobieren. Schlagsahne, Creme fraiche, okay. Und neulich einfach ganz simpel Gnocchi gehabt, in eine Pfanne angebraten, ein bisschen Öl, ne? Dann TK-Dosen, nee, TK-Dosen, TK-Erbsen, Möhren dran, auch ein bisschen angebraten. Dann einfach so Schmand drauf und das Ganze dann so cremig gerührt. Ey, Salz, Pfeffer, super lecker, wirklich gut. Bin eigentlich ein großer Fan von so Dosenerbsen und Möhren, aber irgendwann habe ich mal so TK-Erbsen, Möhren gekauft. Die haben halt viel mehr Biss, die sind von der Farbe viel intensiver, schön und dann so diesen Kontrast. Das war richtig lecker, einfaches Gericht, aber einfach lecker gewesen. Also muss ja auch nicht aufwendig sein, ne? Zum Beispiel Avocado auf Toast. Das schmeckt so unfassbar geil und besteht aus zwei Sachen. Toast und Avocado. Das schmeckt fast besser als alles andere. Also, ne, da muss man nicht gleich irgendwie tausend Sachen zusammenkochen. Ich liebe Avocados. Aber es macht einfach keinen Spaß, sie zu kaufen. Weil es einfach immer irgendwie Glücksspiel ist. Pistazien. Hier genau, dieses Bertolli Olivenöl habe ich. Obwohl, nee, ich glaube, ich hatte das Bio-Olivenöl davon, hatte ich. Ja, hier diese Energie Kiwi. Ich habe noch nie Kiwi-Beeren gegessen. Das werde ich irgendwann mal machen.
Rucola. Ich habe früher sehr oft keinen Rucola gemocht und dann habe ich das irgendwann mal so auf Pizza bestellt. Das zweite Mal, dann war das irgendwie echt doch ganz lecker. Also so als so pur, weil es so ein bisschen auch so ätherisch schmeckt und so ein bisschen scharf. Ich glaube, da sind ja, ist ja, glaube ich, Senföl auch drin oder so. Und aber so auf Pizza und so war das dann irgendwie doch, boah, ich habe Bock auf Pizza. Hier so ein bisschen Allerheiligen. Leberkäse, hier können wir richtig schön uns angucken, wie er lecker aussieht. Lecker Leberkäse. Oh, lecker Bratwurst. Nee, also ist wirklich nichts für mich. Dann nehme ich doch lieber die Bärchenwurst. Guck mal, wie er glücklich aussieht. Also nur das Bärchen. Glaubt ihr, das Bärchen weiß, dass es innen drin tote Tiere hat? Keine Angst, ich bin jetzt nicht. Kennt ihr auf TikTok, die heißt wirklich so, die militante Veganerin? Ja, das stimmt natürlich vieles, was sie sagt, wobei die Art, wie man Leute zum Veganismus bringen will, vielleicht nicht die beste ist, die sie macht. Aber da musste ich jetzt gerade dran denken, weil die dann auch solche Sprüche sagt hier, ich stehe gerade im Rauch der Tod. Und das ist schon alles wahr. Das ist schon alles wahr. Ich finde nur, man müsste das anders kommunizieren, weil man sonst nur verhärtete Fronten erreicht, wenn man so provokativ auf Fleischesser drauf losgeht, wobei die teilweise auch ein bisschen daneben sind. Da habe ich mal irgendwie so ein Video aus den USA gesehen, wo dann irgendwie so eine veganen Demo war und da kam so ein Typ an mit so einem Fleischspieß und hat so provokativ vor den Veganern so ins Fleisch gebissen. Finger abgeleckt, das war auch asozial. Also das geht halt auch nicht. Nun gut, kurz abgewichen. Ich weiß nicht, was man mit Putenhälsen macht. Und, aber es ist natürlich schön, dass alles verwertet wird, aber ich möchte es nicht haben. Was haben wir noch? Laugenstangen mit Käse, die Schnittbrötchen von Netto. Sorry, aber sie sind einfach lecker. Ich mag die richtig gerne. Die haben ja auch im Brötchentest gewonnen. Bald kommen auch mal wieder ein paar Vergleichsvideos. Wir werden bald mal wieder Blindsachen probieren. Also Augen zu. Und ich muss die Geschmäcker erkennen. Da gab es ja schon zwei, drei Videos zu. Also ein paar Sachen sind angedacht. Gustavo Gusto, Chicken Wings, Feta Original, Milchschnitten Sachen. Buco, der cremige, habe ich mal probiert. Fand ihn nicht so geil. Ich mag den normalen Buco lieber. Also der ist jetzt Bio. Das ist natürlich schön. Und auch diese Starbucks Frappuccinos, die sind tatsächlich sehr lecker. Nui Vanille müsste mal ausprobiert werden, auf Empfehlung von euch. Und Schwarzwälder Kirsch müssten wir, den Namen weiß ich übrigens, nur ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den ganzen Namen hier, ob ich das jetzt hier ausspreche, weil das besteht aus Vor- und Nachname. Deswegen BVB-Fan, sage ich dann nur, hatte er empfohlen. Pop-Tarts Chocolate. 3,99, okay. Pop-Tarts können manchmal was. Die haben so ein bisschen Halloween-Sachen. Ah, Mist, da fällt mir, ich wurde wieder gefragt, ob ich bei der YouTube Halloween-Show mitmache. Das habt ihr vielleicht die letzten 2, 3 Jahre auch gesehen. Aber zuletzt, ich habe echt Probleme, dann irgendwie ein Thema zu bekommen von meinem Food-Kanal, weil die anderen sind fast alle Leute, die was mit Videospielen machen. Und dann passt mein Content einfach nicht zu. Und ganz ehrlich, von den Leuten, die sich dann diese Videos angucken, guckt sich kein Mensch mein Video an. Und dann ist der ganze Aufwand, die Überlegungen, die ich damit habe, das passt dann irgendwie nicht. Ich habe auch, fällt auch gerade ein, dass ich verpeilt habe, zurückzuschreiben. Shit. Okay, Halloween-Sachen. Diese Glotzer übrigens, die sehen zwar wirklich abstoßend aus, aber die sind lecker. Die finde ich wirklich gut. So von der Konsistenz finde ich auch irgendwie geil. Nutella Biscuits. Guck mal hier mit so einer Zombie-Hand. Der Ort mit erschreckend günstigen Angeboten. Ich weiß nicht, ob das nicht woanders irgendwie ähnlich günstig ist. Die Linsenchips haben wir gerade auch schon mal irgendwo für 1,29 gesehen. Red Bull habe ich gestern für, vor allem der App-Preis ist 1,19. Was soll denn der Scheiß? Habe ich für irgendwie nur 88 Cent bei Rewe gekauft. Erschreckend nicht günstig, dann wohl eher. Baileys Tiramisu hier im Angebot. Das ist natürlich geil. So ein paar Technik-Sachen hier. Vielleicht stelle ich euch bald mal wieder ein Küchengadget vor. Ich muss mal schauen, ob das alles so klappt wie gedacht. Ein Gaming-Computer für mich. Allerdings sieht der hier allein schon, was die Grafikkarte angeht, so unfassbar mies aus. Also das ist wirklich mies, weil es gibt dann Leute, also das ist auch nicht böse gemeint, aber es gibt halt Leute oder auch vielleicht Eltern, die ihrem Kind was schenken wollen, was Gutes tun wollen. Und die haben halt auf gut Deutsch einfach keine Ahnung. Und das ist nicht böse gemeint, das ist ja denen auch nicht vorzuwerfen. Dann lesen die aber hier in einem Angebot bei Netto Marktdiscount Gaming PC
33% günstiger, statt 1.499 € nur 999,99 €. Was für ein geiles Angebot. Oh, Junior hat sich doch schon so lange einen Computer gewünscht, den kaufen wir ihn. Und das ist der letzte Scheiß für das Geld. Also ich kenne mich nicht ganz so aus, aber ich weiß, dass man, was ich vor einem Jahr für 1,2, den habe ich dann zurückgeschickt, weil er ein paar Fehler hatte. Aber das lag nicht am Preis, es lag einfach, da war irgendwas nicht mit in Ordnung. Dann hatte ich mir dann doch keinen mehr geholt. Aber ich weiß, was ich für 1,2 bekommen habe. Das war deutlich besser als das hier. Es waren zwar 200 € mehr, aber A, ist es schon wieder fast ein Jahr her. Und B, die Grafikkarte ist dermaßen mies. Eine GTX 1050 mit 4 GB. Also das ist Müll. Das ist wirklich Müll und das ist kein Gaming-PC. Damit kann alles ist ein Gaming-PC. Gameboy ist auch ein Gaming-PC. Damit kann ich auch Tetris gamen. Also der Begriff Gaming-PC heißt dann, suggeriert, dass das richtig geil zum Zocken ist. Aber das stimmt meistens gar nicht oder stimmt oft nicht. Man kann natürlich damit zocken, was es zu einem Gamer-PC oder Gaming-PC macht. Aber das, was man eigentlich versteht, dass das voll Power hat, das ist dann nicht der Fall. Also das finde ich richtig mies. Sowas finde ich nicht in Ordnung. Da tun mir dann Leute leid, die da keine Ahnung haben und das kaufen. Dann denkt sich Junior so, was soll das? Ach Mann, wie traurig. Ach ja, mein erster Computer damals. Ein AMD K6 mit 166 MHz, den ich durch einen Jumper auf 200 MHz bekommen habe. Mit, ich glaube, 4 MB RAM und einer 1 MB Grafikkarte, die durch einen Patch dann 2 MB hatte. Und 2 GB Festplattenspeicher. Mein Smartphone, mit dem ich jetzt gerade aufnehme, in diesem kleinen Gerät hat 512 GB Speicher. Und das andere war die Hauptfestplatte. Es war aber toll, hat meine Mama mir geschenkt, war ich ihr ewig dankbar für, bin immer noch dankbar für. Habe ich schon mit Paint gemalt und Spiele gespielt, Tomb Raider, ne? Tomb Raider 2, ach, was toll. Habe ich meiner damaligen, mit einer Freundin dabei, also normale Freundin, da waren wir noch zu jung für irgendwelche anderen Freundinnen-Sachen, Tomb Raider gespielt und sie hat das Lösungsbuch gelesen, ich habe gezockt, ach, war das toll. Und dann weiß ich noch, da stand in dem Buch, springen Sie in die Nische und wir waren junge Kinder und wir wussten gar nicht, was eine Nische ist. Und dann mussten wir das googeln. Ach, schön. Ach ja, damals. Okay, Ultrasoft für die Poperze, damit es nicht wehtut. Für 4,99, wenn ihr die App habt. Dann Wodka Gorbatschow. Arktis Premium Wodka. Bordelese Fisch. Oh, könnte ich heute mal wieder essen. Da steht nur was, ist mir noch was im TK. Haben wir nochmal Beeren, nochmal Fleisch hier oben, Krustenbraten. Auch hier Weihnachtsstadtsachen, das finde ich sehr cool. Lebkuchen, Baumstämme. Stollenkonfekt, stimmt, das war auch eine Idee von euch, vielleicht Stollenkonfekt vorzustellen. Vielleicht nehme ich auch Stollenkonfekt statt Marzipan. Wichtel. Was war das da unten, First Class? First Class Hotelgutschein. 2 Nächte für 2 Personen. Aha. Ausgewählte Top-Hotels. Das ist auch wieder so, was bedeutet das genau? Exquisa Fitline, ich möchte die Weihnachtsversion zurückhaben. Vanillekipferl und Bratapfel, sie waren großartig. Warum gibt es eigentlich nicht Spekulatius? Ben Jerry's Cookie Dough, 4,99 €. Ich habe neulich mal wieder Switch Up gekauft, habt ihr vielleicht auf Insta gesehen. Intermezzo, dann hier so ein paar Fitnessgeräte schon, die vielleicht dann... Es ist erstaunlich, ich sehe richtig auf YouTube, wie manche Videos auf meinem Kanal, die irgendwie mit Fitness in Verbindung stehen, wie zum Beispiel ESN, Proteinpulver, was ich damals mal noch hatte, heute nicht mehr kaufen würde, aber damals gab es das Video, und oder auch Haferflocken oder andere Sachen, die so ein bisschen mit gesundem Lebensstil zu tun haben. Ich sehe richtig, man kann es richtig sehen, man sieht so den Graph, wie er hochgeht, und ab 1. Januar macht er dann so Knick. Man sieht das richtig, wie die Leute zum Anfang des Jahres ihr Leben ändern wollen und dann googeln sie dieses und jenes, Haferflocken vielleicht, hier Ernährung oder Proteinpulver da, und dann gucken die Leute, man kann es richtig sehen, wie es ab Januar losgeht. Ich finde das richtig witzig immer. SodaStream Kaffee Golden Toast Buttertoast. Ich habe Buttertoast gestern vergessen, ich wollte ihn eigentlich kaufen. Mega geil. Thor, ich fand den Film gar nicht so schlecht. Ich habe ihn auf Disney Plus gesehen. Ich verstehe die ganzen schlechten Bewertungen, ehrlich gesagt nicht. Ich fand es witzig. Dann hier wieder, klar, warum auch nicht, kaufe ich 16 Mal Cut jetzt. Vor allem dann für 16,99 €. Das ist doch ein scheiß Witz. Das kostet doch auch sonst nicht so viel. Die kosten doch auch sonst irgendwie nur 1 € oder so. Was soll das? Also das finde ich unverschämt. Ganz ehrlich, genau wie die anderen Sachen. Also da musst du Massen kaufen und sparst dann irgendwie so 10%, die du woanders auch im Angebot bekommst. Oder 20%. Also das ist nicht schön. Neuen Wasserkocher bräuchten wir auch. Jetzt sind wir auch durch mit Netto.
Wir kommen zu Lidl und ich habe übrigens gerade gesehen, dass der irgendwie diesen großen Mauszeiger nur für mich anzeigt und nicht für euch. Also ich habe es aber auch, glaube ich, eingeblendet dann. Also da muss ich dann vielleicht nochmal schauen, wie ich das nächste Mal dann doch besser mache, dass ihr den Mauszeiger besser erkennt. Aber ich denke, man kann es vielleicht trotzdem erkennen, wenn man jetzt nicht zu weit weg sitzt auf einem kleinen Fernseher. Ach, hier habe ich bei Lidl schon ein bisschen zu weit geblättert. Lidl. Also. Erstmal gucken wir, wie toll Lidl ist. Seht ihr, Lidl hat auch schöne, hochauflösende Bilder. Okay, haben wir Obst, Gemüse, Fleisch. Ich bin gerade so ein bisschen abgedriftet. Also, ne, ich meine, hier wird ja auch gerne gelabert auf dem Kanal. Aber das ist manchmal nicht so schön für die Statistik. Von daher versuche ich jetzt hier so ein bisschen flotter durchzugehen. Pizza Traditionale, die Ofenfrische, hat den leckersten Teig. Sie ist richtig gut. Und Omo habe ich mich schon immer gefragt, wie lustig klingt eigentlich dieser Name für Waschmittel. Schokosticks von Sunday, da haben sie jetzt eine andere. Ich weiß nicht, wie das Original hieß, aber da haben sie auch nachgemacht. KitKat, und jetzt gibt es hier noch irgendwie so Schokosticks. Hier noch ein paar Iglo-Gerichte. Fischstäbchen, Valais 42 ist schön. Schokobananen. Zum Babybel Protein habe ich ein eigenes Video gemacht. Schaut es euch mal an. Es ist der größte Unsinn überhaupt. Wenn ihr Babybel Light kennt, dann kennt ihr Babybel Protein. Haben wir hier noch ein paar Whey-Proteins von Iron Max? Das könnte so ein Aktionsprodukt sein, was es nicht überall gibt. Denn ich habe jetzt hier bei Lidl meine Region ausgewählt und das gibt es nicht überall. Also da solltet ihr, das könnte sein, dass das nicht überall zu haben ist. Da solltet ihr mal bei euch selber schauen. Anfeuerholz, okay. Ach hier, ich mache mal hier wieder Vollbild so. Kinder Maxi King Adventskalender, auch cool, so einen wollte ich mir nämlich selber kaufen, von daher finde ich das sehr schön. Ich muss leider sagen, ich habe für dieses Jahr noch eigentlich nur einen einzigen Adventskalender und ich weiß gar nicht, was ich noch alles kaufen soll. Denn ich bin auch ehrlich, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie dieses Jahr so ist, weil alles teurer wird, aber was die für Adventskalender haben wollen, das ist jenseits von Gut und Böse. Also die Preise sind dermaßen unverschämt und wirklich wucherhaft teuer, dass ich das nicht einsehe zu bezahlen. Also wirklich so irgendwie so ein Mai-Müsli-Adventskalender mal so 180 Euro. Es gibt auch einen für nur 100. Hey, wow, nur 100 Euro für einen Müsli-Adventskalender. Und ich wette mit euch, wenn man die Sachen zusammenzählt. Ich meine, klar, so ein Kalender ist so ein bisschen teurer, aber andererseits, je mehr man kauft, desto billiger wird es. Man hat es bei Netto gesehen. Sprich, man kann sagen, okay, es wird Verpackung gebraucht für einen Adventskalender, es wird produziert, deswegen ist es teurer. Aber gleichzeitig müsste es doch auch billiger sein, denn ich kaufe ja viel mehr von dem, was drin ist. Also, es ist wirklich frech, was für Preise verlangt werden und ich unterstütze das nicht. Deswegen schauen wir mal, was passiert. Brand News werde ich auch bekommen. Und dann habe ich noch den, auf eure Idee, den Women's Gadgets Kalender, nachdem letztes Jahr den Men's Gadgets Kalender gab. Mehr verrate ich noch nicht. Wenn dann jetzt bald noch was kommt, das habe ich euch zwei schon gespoilert, was ich eigentlich nicht tun wollte. Naja, Pech gehabt. Also ich Pech gehabt. Aber geil, Waffeltoasten. Ich muss mal schauen. Also ich bin nicht so wirklich zufrieden mit dem, was ich bisher auch so auf Amazon gesehen habe und was vielleicht noch so kommt. Hier haben wir wieder Heimwerken. Da gehe ich jetzt mal. Habe ich übrigens in der Reportage drüber gesehen, über die Parkside-Elektrokettensäge bei irgendwie Marktcheck gucke ich gerne oder war es Markt. Die war, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn das jetzt genau dieses Modell hier war. Spaten. Das ist auch eine Beleidigung. Was bist du denn für ein Spaten? Habe ich Ewigkeiten nicht mehr gehört, aber Smarties, Duplo. Es gibt ja auch Smarties White, die Nestle mir auch hat zugeschickt, aber war ich im Urlaub und dann konnte ich das Paket nicht abholen. Dann ist es zurück nach Nestle gegangen. Blöd. Vitalis Crunchy Moments, das sind jetzt ja, glaube ich, die Herbsteditionen. Lebkuchen-Style und Apple Crumble-Style. Werde ich wahrscheinlich ausprobieren. Ab Donnerstag bei Lidl. Oder vielleicht zumindest ausprobieren. Habe mir wieder so viel Müsli da. Ihr wisst, ich habe immer, ich kaufe mir gerne Müsli und habe ich immer so viel Müsli. Und dann kommt man irgendwie kaum hinterher, weil ich an sich am liebsten Haferflocken esse. Problem eines Foodbloggers. Hier haben wir wieder Halloween-Sachen. Wir haben Halloween-Nuggets. Wir haben Halloween-Kartoffelfiguren, die ich ziemlich cool finde. Halloween-Mini-Donuts. Ob es wieder die Halloween-Pizza gibt, bisher nicht. Die mit diesem schwarzen Tomatenschleim drauf, war ein bisschen abstoßend. Halloween-Schokolollis, Halloween-Schokoladenkugeln, Halloween-Kaubonbons, Halloween-Potato-Chips. Okay, hier oben auf diesen Mix, den hatte ich sogar auch mal für euch getestet. Da haben wir hier Mellow Cakes, haben wir wieder so ein paar US-Sachen, McEnany, Mandeln. Joghurt, karamellisiertes Popcorn, Mini-Kuchen, die an Twinkies erinnern, vermute ich nicht durch Zufall.
hier so würzige Snacks. Also mal schauen, ob wir irgendwie von McEnany uns mal in einem Video was anschauen. Schnitzeltasche, Chili Cheese, okay. Drei Käsepizza, davon hatte ich euch einige mal vorgestellt, von diesen McEnany-Pizzen. Deli Pocket, American hier, Mini Burger hier oben auch, gab es letztes Jahr auch. Ist jetzt bald schon wieder Super Bowl oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Müsste es nicht bald kommen? Nudelauflauf, Mac and Cheese, 1 Kilo, 3,49. Jo, Barbecue Coleslaw, Double Beef Burger, Double Pork Burger. Also Lidl hat auf jeden Fall hier gerade ein paar schöne Aktionsprodukte da, eine schöne Aktionswoche, das muss man sagen. Celebrations, hier sehe ich jetzt nicht so spannende Sachen. Ich müsste mal meinen Cashew-Vorrat mal wieder auffüllen. Ah, hier Kati fertig. Backmischung für Butterplätzchen war da gerade. Matratzen, E-Roller. Hier haben sie keinen Computer. Monsieur Cuisine. Die günstige Version vom wie heißt denn jetzt ein Vorwok, den? Name vergessen, ihr wisst, was ich meine. Isolierflaschen, okay, so Haushaltswaren. Hier mit Holzoptik, Schnieke. Nudelmaschine, so eine Nudelmaschine wäre auch geil. Hier, nächsten Urlaubplan. War jetzt erst. Gibt übrigens noch ein Video davon. Im Supermarkt auf Zypern. Zumindest Touristensupermarkt. So, und jetzt haben wir noch. Moment, wenn ich das jetzt hier mal minimiert bekomme. Haben wir noch Kaufland, wo wir einmal schnell durch die Angebote ab Sonntag durchgehen. Wo ich jetzt gar nicht weiß, wo das ist. Moment, zack, zack. Ab Montag meine ich. Einmal Jeopardy-Musik einspielen. Oh, Pampers Baby Dry. Ab Montag, hier haben wir es. True Fruits, Froster-Sachen. Wirklich für 2 Euro kann man die Sachen mitnehmen. Die sind super. Activia, lecker. Die empfehle ich euch so oft. 1,29 nimmt sie mit, die mit Cereals drin. Ich finde die richtig lecker. Baileys 8,88, soll das jetzt ein Knüllerpreis sein? Ich koste die nicht immer nur, obwohl ich glaube, die kosten inzwischen auch 11 Euro. 4Bro Eistee, Wassermelone, weiß ich gar nicht, ob ich die schon mal probiert habe. Irgendwie fehlt hier unten gefühlt ein Stück. Dann muss ich das doch zurückmachen. Dickmann Super mit Mandel, oh geil, die müsste ich eigentlich noch holen mit gebrannte Mandel. Ich wollte nächste Woche tatsächlich immer eh wieder nach Kaufland. Hagen das für 2,99 ab Montag. Wow, nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Schreibe ich jetzt hier erst noch meine Einkaufsliste. Und Hagen das. Ja, jetzt kommen wir noch als letztes zu Edeka. Den haben wir auch noch. Und das ist jetzt hier auch wieder ein regionaler Prospekt. Das solltet ihr bedenken, dass das nicht überall gleich ist. Bio-Margherita, okay. Der Prospekt ist irgendwie nicht so schön gemacht. Und diese Bio-Haferflocken von Köln tatsächlich habe ich heute Morgen gesehen, dass kaum noch was da ist. Müsste ich mal wieder neu kaufen. Muscheln. Ich bin gar kein Fan von Muscheln. Hier auch Fleisch wieder, gehen wir mal flott drüber. Biologisch. Mini Cabanossi. Was haben wir hier? Schöne Käse. St. Galler Rahmkäse. Passendale. Noch nie gehört. Old Amsterdam haben wir auch hier. Dunkle Beerenfrüchte. Emme-Joghurt. Da hatten wir mal eine Butter von, die war geil. Die gab es aber leider nicht gesalzen. Hier Proteinmus für 1,29. Die neue Müllermilch Zimtschnecke habe ich immer noch nicht gefunden. Plant-Based Burger und Hack. Was haben wir noch Schönes? Bertoli haben wir auch hier. Also diese Überschneidungen sind immer erstaunlich. Die Lachsstäbchen hier so ein bisschen. Iglo. Es gibt von diesem Fasskraut von Kühne, gibt es so eins mit so Speck und so. Oh, das ist richtig lecker. Das finde ich richtig gut. Das kann man fast schon pur essen. Diese trashigen Kaiserbrötchen. Ich hatte mal eine Zeit, da war ich aber auch, da war ich, ich war ja auch mal Hartz-IV-Empfänger und dann habe ich erst studiert. Und dann war, also erst war ich ein armer Hartz-IV-Empfänger. Wobei, gerade heutzutage, obwohl, nee, die Diskussion fange ich jetzt gar nicht erst an. Und danach war ich ein armer Student und erst jetzt kann ich mir richtige Brötchen vom Bäcker leisten. Nee, ich habe damals auch immer gute Brötchen gekauft. Aber ich hatte mal eine Zeit lang, es lag nicht nur am Geld, aber vielleicht auch, habe ich immer gerne so Fertigbrötchen gekauft. Und diese runden Kaiserbrötchen von Edeka, die habe ich öfter gekauft. Die fand ich lecker. Und auch die von Aldi, diese länglichen. Irgendwie hat das auch was. Mochte die vom, weil die dann auch so frisch aufgebacken waren. Das ist halt super geil, so frische Brötchen. Also das fand ich klasse.
Trez, Oreos, hier Oreo kann ich ehrlich gesagt langsam nicht mehr sehen. Chocolate Chips, die kann ich hingegen immer wieder gerne sehen. Dann haben wir noch was Futter für Vögelchen. Letztes Jahr kamen leider hier keine Vögelchen auf den Balkon. Ich hoffe, sie kommen dieses Jahr. Ist halt Innenstadt, da wohnen nicht so viele Vögelchen. Irgendwie traurig. Ja, und Edeka ist auch durch. Also Edeka war ultra langweilig. Ja, und damit sind wir durch diese Woche. Ihr dürft mir eure Highlights, Empfehlungen und so weiter gerne wieder in die Kommentare schreiben. Auch gerne Feedback zu diesem Video. Wie hat euch diese Art von Prospektpräsentation gefallen? Ich bin auf euer Feedback gespannt. Bedanke mich dafür. Würde mich freuen, wenn ihr Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Danke für den Support. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.